Das Saarland steht vor einer spannenden Landtagswahl am morgigen Sonntag. Heute geht es in den Endspurt, in den Wahlkampfendspurt. Nach den Ergebnissen der letzten Umfragen könnte es zu einem Machtwechsel kommen. Eine große Koalition unter Führung der SPD. Sowohl SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger als auch CDU-Bewerber Tobias Hans treten heute noch einmal in verschiedenen Städten im Land auf. Der saarländische Landtag ist mit 51 Abgeordneten der kleinste in Deutschland. Derzeit sind mit CDU, SPD, Linken und AfD 4 Parteien vertreten.